Hallo bei Holzwerken TV beim zweiten Teil unserer Serie Nassholzdrechseln. Das an der Bandsäge vorbereitete Stück Holz für die Stirnholzbearbeitung habe ich zwischenzeitlich in Haushaltsfolie eingewickelt, um es gegen Austrocknen zu schützen. Es würde also hier an der Stirnseite, wenn es austrocknet, sehr schnell einreißen und dann wäre das Werkstück unbrauchbar. Die Folie muss ich natürlich vorher entfernen. Und jetzt kann ich das Werkstück zwischen die Spitzen in die Drehbank aufnehmen. Auch mal vorsichtig schauen, ob es auch rund läuft. Jawohl, es läuft rund. Dann kann man das entsprechend festspannen. Und jetzt wird die Handauflage in Position gebracht. Die Drehzahl für das Werkstück wähle ich jetzt erstmal auf etwa 500 Umdrehungen vor, so dass es also noch ruhig läuft. Das Schöne beim Nassholzdrechseln, also das entspricht jetzt hier diese Position momentan noch einer Langholzdreharbeit. Das Schöne an Nassholzdrechseln ist eben das, es entstehen wunderschöne lange Späne. Es macht also richtig Spaß. Wenn das Werkstück rund ist, dann kann man auch mit der Drehzahl etwas nach oben gehen. Die Handauflage wird nachgestellt. Wir sind jetzt etwa bei 1000 Umdrehungen. Jetzt kann ich dem Werkstück schon mal die Grobform geben. Ich werde hier also so einen kleinen Becher drehen. Darauf achten, dass die Formgebung, dass es also einen schönen, gleichmäßig gezogenen Bogen abgibt. Die Grobform steht momentan. Jetzt muss ich also hier einen Fuß andrehen. Der dient mir dann später als Aufnahme in das Drechselfutter. Und den muss ich jetzt andrehen mit 6,5 cm Durchmesser. Dazu benutze ich jetzt zunächst mal ein Abstechstahl. Dann messen wir mal nach. Ja, wir haben jetzt noch 7 cm. Wir können also noch ein paar Millimeter weg. Die Höhe des Fußes wähle ich so gering, dass das Werkstück nicht hier mit der Unterseite im Futter aufsitzt, sondern hier mit dieser Fläche auf den Futterbacken aufsitzt und somit also schön zentrisch spannt. Der Fuß hier unten, der ist also vom Bandsägenschnitt eben noch schief und wenn er da aufliegt, dann würde das Werkstück im Futter schief gespannt werden. So, dann nochmal nachmessen.
Jetzt sind wir mit 6,5 cm exakt. Jetzt hinterdrehe ich also hier noch den Fuß leicht schräg für den besseren Sitz in dem Drechselfutter, also der sogenannte Schwalbenschwanz. Jetzt kann ich dem Gefäß die endgültige Form geben. Ich benötige später für das spätere Abstechen jetzt hier also zu dem ursprünglichen Fuß also nochmal ein bisschen einen Abstand. Außenform noch mal korrigieren. Fein drüber ziehen. Jawohl. So vorbereitet kann das Werkstück jetzt auf das Futter umgespannt werden. Das werden wir jetzt auch gleich machen. Dazu entferne ich den Vierzackmitnehmer. Jetzt kann ich das Drechselfutter auf die Spindel aufschrauben. Ganz zum Schluss so mit einem leichten Klack, damit das Futter auch sauber sitzt. Und hier der Fuß, der dient jetzt als Aufnahme hier in das Drechselfutter. Der Bund sitzt schön sauber auf den Backen auf. Wenn wir jetzt alles richtig gemacht haben, dann müsste das Werkstück sauber rund laufen. Es geht einigermaßen. Kann man noch mal ein kleines bisschen nachspannen. So ist es viel besser, jawohl. Jetzt läuft das Werkstück rund. Und der nächste Arbeitsschritt ist jetzt, das Schälchen auszubohren mit einem 25 mm Bohrer. Das erleichtert mir das spätere Arbeiten mit dem Haken oder eben auch mit einem spantigen, begrenzten Aushöhlwerkzeug ungemein. Da muss ich also nicht so stark in die Tiefe hinein arbeiten. Dazu werde ich jetzt die Reitstockspitze entfernen und durch einen Bohrer ersetzen. Jetzt muss ich auch die Tiefe feststellen, wie tief ich mit dem Bohrer in das Gefäß reinbohren darf. Da sind wir bei 8 cm. Diese 8 cm zeichne ich jetzt hier mit dem Bleistift auf den Bohrer. Das geht sehr gut, das sieht man auch sehr gut. Und jetzt zum Bohren reduziere ich die Drehzahl wieder auf etwa 500 Umdrehungen. So, der Bohrer kann jetzt entfernt werden. Ich kann jetzt auch den Reitstock entfernen. Damit ich mit dem meinem Hakenwerkzeug auch Platz habe für den Haken.
stelle ich die Handauflage quer vor das Werkstück und etwas über die Mitte. Der Haken wird leicht hängend eingesetzt. Deswegen habe ich also die Handauflage ein kleines bisschen überhöht angebracht. Aber zuallererst werde ich jetzt den Rand fertig bearbeiten. Sprich, also hier oben diese Fläche plan drehen. Dazu benutze ich eine kleine Formröhre. Und jetzt kann ich mit dem Haken rangehen und das Werkstück aushöhlen. Das vorgebohrte Loch erleichtert mir jetzt natürlich ungemein die Arbeit mit dem Haken.